Kratzer im Laminat entfernen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Kratzer im Laminat entfernen könnt. Hierzu habe ich mir ein Wachs-Set gekauft. Da sind verschiedene Wachsstifte enthalten in verschiedenen Tönen und eine Art Lötkolben. Da kommen zwei Batterien rein und vorne ist eine Spitze, die wird dann durch die zwei Batterien erwärmt und darauf schmelzen wir dann den Wachs und können somit den Kratzer dann befüllen. Aber weiteres seht ihr jetzt. Als allererstes benötigen wir einen Kratzer. Diesen künstlichen Kratzer, den ich gerade aufgestellt habe, da können wir sehen, dass das Material sich hochgestellt hat. Dieses müssen wir alles entfernen. Am besten nimmt ihr diesen Schaber dafür. Damit könnt ihr die Oberfläche schön eben schaben. Für Geübte könnt ihr auch ein Cuttermesser verwenden. Damit könnt ihr den Kratzer noch etwas rausnehmen. Das wird sich aber nicht für einen Laien empfehlen, da einmal abgerutscht, schon habt ihr einen größeren Kratzer. Nachdem wir den Kratzer ausgeschabt haben, säubern wir die Stelle. Das Ganze sollte fettfrei sein. Nun kommen wir zur Farbwahl. Ich habe mir jetzt drei verschiedene Wachsstifte ausgewählt. Wir können die Wachsstifte auch mischen. Ich entscheide mich jetzt für A und B. Dann entfernen wir die Schutzkappe und halten den Taster ca. 10 Sekunden gedrückt. In der Zeit heizt sich die Spitze vorne auf. Was ich etwas doof finde, ist, dass man den Taster extrem fest drücken muss. Ist noch verbesserungswürdig. Aber dafür kostet das Set ja auch nur 20 Euro. Nach den 10 Sekunden können wir uns unseren ersten Wachsstift nehmen und den langsam auf der Spitze zum Erweichen bringen. Nun kann man schon erkennen, wie sich langsam das Wachs vorne auf der Spitze sammelt. Das machen wir nun so lange, bis sich so ein kleines Häufchen gebildet hat. Und dann können wir, wenn wir möchten, den anderen Wachsstift nehmen und auch etwas von einem anderen Wachs hinzumischen. Und dann können wir unser Kratzer damit befüllen, Stück für Stück, bis der Kratzer komplett ausgefüllt ist. Nun lassen wir das Ganze noch abkühlen, ca. 10 bis 20 Sekunden und danach nehmen wir unseren Schaber, Hobel und gehen damit über die gewachste Stelle und schaben oder hobeln den übrig gebliebenen Wachs Stück für Stück hinunter. Den Schaber, wie wir hier sehen, hat sich unten ganz schnell zugesetzt. Den könnt ihr zwischendurch etwas reinigen. Ansonsten kann es sein, dass sich der zugesetzte Schaber, also der Wachs, der sich darauf befindet, auf die Fläche, wo der Kratzer ist, sich verteilt. Und wenn ihr dann von der Seite guckt, habt ihr so einen fetten Wachsfleck. Das fällt jetzt hier in der Kamera nicht so auf, aber das kann passieren. Deswegen reinige ich den Schaber immer zwischendurch. Nachdem wir den überschüssigen Wachs entfernt haben, polieren wir das Ganze und so sieht das Ergebnis aus. Ich denke, aus 1 Meter Entfernung kann man da nicht mehr viel erkennen. So, das war es auch mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, gebt der ganzen Sache Handwerker Daumen nach oben. Hier sind noch zwei weitere Videos von mir. Abonniert mich, das würde mich auch riesig freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ja, bis zum nächsten Mal.